Heute beim elektrischen Reporter: Reklame, Züge, Analysen. Ich habe sie erwartet. Ihre größte Zeit hatte sie wohl in den selbstverliebten 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die Werbung. Damals galten Werber als cool und die Werbebranche als glamourös. Das ist längst vorbei. Und es wird in Zukunft noch viel vorbeier sein, wie unser erster Beitrag zeigt. Die klassische Werbung hat ausgedient. Davon sind einige Fachleute überzeugt. Denn dank der sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter können Unternehmen direkt mit ihren Kunden ins Gespräch kommen. Ganz ohne Umweg über die Massenmedien. Anne Wiczorek vermittelt und trainiert diese neue digitale Gesprächsführung. Sie gehört zu einer neuen Generation von Kommunikationsexperten, die vielleicht die Nachfolger der klassischen Werber sein werden. Social Media ist wichtig, weil es authentisch ist, weil es wieder zurückgreift auf die Menschen, die hinter einer Sache stecken, sei es jetzt ein Produkt oder ein Unternehmen. Und es heißt ja nicht umsonst Social, ne? Also es hat was mit sozialen Verknüpfungen zu tun. Das ist genauso, wie jetzt auch Social Media funktionieren. Es funktioniert auf der Basis von Empfehlungen. Wenn sich die Unternehmen in die sozialen Netzwerke einbringen, müssen sie sich also empfehlen, ohne dabei bloß zu nerven. Es geht um einen Dialog untergleichen. Und zu einem Dialog gehört eben auch, zuhören zu können. Für viele Unternehmen ist das etwas völlig Neues. Was wollen die Leute eigentlich von uns wissen? Was wollen die hören? Nicht ihnen immer einfach was aufzudrücken, sondern eben auch wirklich zuzuhören und zu reagieren und dementsprechend sich selbst anzupassen und natürlich auch damit zu zeigen, so hey, wir hören euch wirklich zu und es ist nicht einfach nur so dahergesagt. Auch Thomas Koch als Mr. Media, ein Urgestein der Werbebranche, ist überzeugt. Die klassische Werbung ist Vergangenheit. Die Zukunft gehöre der Echtzeitkommunikation in den sozialen Medien. Und online gelten andere Kommunikationsregeln, auch wenn das Ziel seit jeher das gleiche bleibt. Werbung hat es vor 1000 Jahren schon gegeben und sie hat die gleichen Impulse gegeben. Wir werben um unseren Partner, das ist nichts anderes. Ja? Das heißt, wir versuchen uns in ein gutes Licht zu stellen, wir versuchen unsere Vorteile darzustellen und lassen die Nachteile weg. Das ist Werbung. Ja? Produktwerbung war immer eine öffentliche Angelegenheit. Manche Reklamespots, manche Slogans wurden zu einem Stück Popkultur, zu einer gesellschaftlichen Gemeinsamkeit. Das ändert sich nun grundlegend. Die Algorithmen von Facebook, Google und anderen neuen Werbeunternehmen versuchen herauszufinden, wofür sich jeder Einzelne interessiert. Und sie blenden jedem Nutzer etwas anderes ein. Was der Nachbar im YouTube-Video, im Google-Postfach oder neben den neuesten Nachrichten sieht, weiß nun niemand mehr. Das ist das Ende der Werbung als gemeinschaftlich erlebte Erzählung. Das ist ja eigentlich ein Traum, ja, dass ich meine Zielgruppe als Marke so individuell definieren kann und sie auch so individuell erreichen kann. Wir verlieren dabei allerdings etwas. Und wir werden uns, wenn sich das so weiterentwickelt, werden wir uns zurücksehnen in die Welt der Massenmedien, die uns diese Öffentlichkeit gegeben haben. Wie unsere Kommunikationswelt aussehen soll, wenn das auf einmal fehlt, diese Öffentlichkeit, das ist mir nicht ganz klar. Noch arbeiten die Systeme, die Werbung individualisieren, recht roh und ungenau. Doch die Entwicklung geht rasant voran. Der Mediaforscher Jörg Blumentritt weiß, dass nutzungsbasierte Analysesysteme schon bald die grundsätzlichen Entscheidungen über die Platzierung von Werbung fällen werden. Was, in welchem Umfeld und wie häufig für welchen Nutzer beworben wird, entscheidet dann nicht mehr eine Mediaagentur im Großen, sondern ein Stück Software im Kleinen. Es gibt mittlerweile Konzepte, die wirklich komplett auf den Einzelnen zugeschnitten sind, wo ich gar keine so groben Zielgruppenraster mehr verwende, sondern wirklich versuche, von einzelnen Menschen deren individuelles Verhalten zu prognostizieren. Das nennt man Predictive Targeting, also wirklich so diese Verhaltensvorhersage. Nicht alle Menschen werden von der schönen neuen Werbewelt begeistert sein. Schon heute schützen sich viele mit Spamfiltern und Bannerblockern gegen die Reklameflut im Netz. Wenn die Werbung künftig versucht, individuell zu werden, werden auch solche Gegenmaßnahmen intelligenter, ist Blumentritt überzeugt.
Wir werden Agenten haben, sogenannte Softwareagenten wie Siri auf dem iPhone, die einen Teil unserer informationellen Selbstbestimmung übernehmen werden, die zum Beispiel mit Targeting und Anbietern aushandeln, welche Werbung überhaupt noch zu mir durchgelassen wird. Es sind also zwei grundsätzlich verschiedene Entwicklungen, die sich für die Zukunft der Werbung abzeichnen. Zum einen das Softwarewettrüsten zwischen Werber und Nutzer, zwischen lernfähigen Systemen, die den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes umwerben, und nicht minder intelligente Software, die genau das verhindern will. Zum anderen die persönliche Ansprache in den sozialen Medien, die versucht, menschlich zu sein, ein Gespräch aufzubauen und die verspricht, Menschen nicht nur auf die Nerven zu gehen. Wo auch immer die Werbereise hingehen wird, eines scheint jedenfalls klar. Die Tage der Massenreklame des 20. Jahrhunderts könnten gezählt sein. Kommen wir nun vom einstigen Traumberuf Werber zum einstigen Traumberuf Lokomotivführer. Denn um einen eben solchen geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Hallo, ich bin der Thomas. Mein Beruf ist Lokführer bei einer Privatfirma in Deutschland und ich fahre Züge durch Deutschland. Wie kommt man zu seinem Beruf? Also die Interesse war an Pilot zu werden und dann kam das halt das Ganze, dass ich halt angefangen habe, mich dann für die Bahn zu interessieren, weil die Berufssparten fast ähnlich sind. Und nachdem ich das festgestellt habe, dass mich das wirklich reizt, habe ich dann gesagt, da steigst du ein und machst dann Ausbildung. Mittlerweile ist ein Traumberuf, das macht mir Spaß. Also gerade die Landschaftsbilder zu fahren, wunderbar. Hinter dem Tweet steckt die Geschichte, dass ich am 27.01.2011 einen Personenunfall hatte in Uelzen am dortigen Bahnhof und diese Person halt sich leider vor meinen Zug geworfen hat. Die Bilder gingen gar nicht aus dem Kopf, es war am Tage, ich war relativ langsam unterwegs und es hat also gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis dieser Mensch oder leider auf die Lok getroffen ist. Man hat ein ganz flaues Gefühl im Magen. Also man steht unter Schock einfach, ganz einfach. Die Hände werden weiß, das Gesicht wird weiß. Man weiß gar nicht, wie man selber sich fühlt in dem Moment. Es ist eine ganz dubiose Situation. Und also ich bin froh, dass ganz schnell Hilfe da war. Sonst weiß ich nicht, wie das sonst abgelaufen wäre. Also es hat insgesamt von diesen ganzen 10 Minuten gedauert, bis die Leute angekommen sind. Und ich hatte, man war erstmal alleine. Danach hatte ich psychologische Betreuung, sowie Freunde im Bekanntenkreis, sowie Kollegen auch, die sowas Ähnliches erlebt haben. Weil jeder so zieht, ist halt unterschiedlich oder jeder verarbeitet das auch unterschiedlich. Ich wollte eigentlich wissen, warum der das gemacht hat. Hatte der Geldprobleme, hatte der familiäre Probleme? Ich wollte es einfach wissen, wer war dieser Mensch? Die Polizei rückt so eine Daten gar nicht aus. Man ist da wirklich dann in dem Punkt ganz alleine. Hat mich wirklich lange auf der Bahn geworfen. Ich hatte fast über 2 Jahre mit zu kämpfen. Man kann in dem Moment nicht fahren, weil man das Bild automatisch wieder vor Augen hat. Und ich bin auch eine ganze Zeit danach mit mulmigem Gefühl durch die Gegend gefahren. Man kann dem Menschen nicht wirklich verzeihen. Es ist eine ganz schwierige Geschichte eigentlich. Der Mensch hat sich umgebracht, weil er es wollte. Er wollte es, aber ich wollte es nicht. Also Zweifel daran, weiterzumachen, bestanden gar nicht. Nee, es macht mir wirklich Freude, unterwegs zu sein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt halt solche und solche Tage, wie überall. Aber im Grunde, nein, also ich wollte nicht aufhören. Also nach dem Vorfall, gar nicht. Ob Werber, Lokführer oder was auch immer, wir alle sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir wissen, was wir über uns im Netz preisgeben und was nicht. Doch damit könnten wir irren, denn wir alle verraten viel mehr über uns, als wir ahnen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wir alle hinterlassen im Netz Spuren, die etwas über unsere Interessen und unsere Vorlieben aussagen. Oft unbeabsichtigt, manchmal ganz bewusst. Zum Beispiel über die Gefällt-mir-Buttons von Facebook, die sogenannten Likes. Wer aber weiß, was wir mögen, der kann sich ein Bild von uns machen. Sehr viel genauer und detaillierter, als wir glauben. Michał Koschinski ist stellvertretender Leiter des Psychometrics Center der Universität Cambridge. Er und seine Kollegen haben die Facebook-Profile von 58.000 Freiwilligen ausgewertet. Die Likes alleine erlaubten ihnen dabei überraschend präzise Aussagen über die Nutzer.
Menschen mit hohem IQ werden zum Beispiel Wissenschaft mögen, gerne Bücher lesen, manche Philosophen liken und so weiter. Aber andere Assoziationen sind nicht so offensichtlich. Nehmen wir nochmal Menschen mit hohem IQ, dann sehen wir, dass die bei Facebook auch sehr oft Fans von Curly Fries, also von frittierten Kartoffelspiralen sind, was, wie man zugeben muss, keine sehr naheliegende Assoziation ist. Wenn ich also Oldtimer mag oder Döner Kebab, so sagt das womöglich auch etwas über meine politischen Vorlieben aus. Nur durch Facebook-Likes können die Forscher mit 88%iger Sicherheit die sexuelle Orientierung von Männern bestimmen. Und mit immerhin 73% Genauigkeit lässt sich auf Drogenkonsum schließen. Grundlage dafür ist das sogenannte Machine Learning. Kennt der Computer eine Reihe von Eigenschaften und hat sie bewertet, kann er jede zusätzliche neue Eigenschaft statistisch einordnen. Nicht anders als etwa der Spamfilter lernt, unerwünschte Mail von erwünschter zu unterscheiden, anhand häufig auftauchender Wörter und Satzkonstruktionen. Auch die Persönlichkeit lässt sich mit Facebook-Likes ergründen. So sind Leute, die die ZDF-Heute-Sendung liken, mit hoher Wahrscheinlichkeit offene, liberale und künstlerische Menschen. Sie sind entspannt und emotional ausgeglichen, allerdings auch eher introvertiert, nachdenklich und einzelgängerisch. Beim Data Science Day in Berlin diskutieren Start-up-Unternehmer und Forscher auch über Geschäftsmodelle, die sich aus diesen Erkenntnissen ergeben. Nutzer genauer klassifizieren zu können, ist vor allem für die Werbung interessant, sagt Organisator Klaas Bollhöfer. Je mehr ich über jeden einzelnen Nutzer oder potenziellen Kunden oder Kunden weiß, desto individueller kann ich ihn ja adressieren. So, ich weiß, was diesen Menschen interessiert, vielleicht wie viel Geld er hat, was ihn bisher interessiert hat. Ich kann darüber vielleicht sogar mathematisch prognostizieren, was ihn zukünftig interessieren wird, und kann meine Produkte oder meine Markenbotschaft eigentlich exakt auf dieses Bedürfnis drauf mappen. Andy Cockreaves Firma entwickelt Anwendungen, die mit Social-Media-Daten arbeiten. Algorithmen verraten Unternehmen schon jetzt viel mehr, als die Nutzer jemals annehmen würden, meint er. Zum Beispiel dem großen US-Supermarkt, der das Online-Verhalten seiner Kunden per Big Data analysiert. Die haben eine 16-Jährige als schwanger identifiziert, nicht weil sie sich Websites für Schwangere angesehen hätte, sondern weil sie sich so verhalten hat wie andere Personen, von denen man wusste, dass sie schwanger waren. Man hat ihr dann Schwangerschaftsprodukte angeboten. Die Firma wusste also vor den Eltern von der Schwangerschaft. Und die Eltern haben gefragt, was soll das? Und die haben gesagt, na ja, das ist unser Big Data Modell. So hinterlassen wir eine Vielzahl von Spuren, die wir selbst gar nicht lesen können. Wer die richtigen Algorithmen besitzt, aber schon. Diese Schieflage in der Informationshoheit ist problematisch, aber bisher kaum lösbar. Eigentlich müssten Daten sowas sein wie Bargeld. Ich kann sie geben, wenn ich etwas dafür bekomme, aber ich gebe auch nicht mehr. Ich gebe nicht mehr über mich preis. So, das haben wir natürlich nicht. Wir haben dafür keine Systeme. Michał Kauschinski glaubt, dass streng genommen das ganze Internet Europas Datenschutzrecht widerspricht. Weil alle Daten, die wir hinterlassen, richtig gelesen, höchst private Informationen verraten. Doch Lösungen hierfür seien möglich. Die Daten könnten auf einem privaten Account oder Gerät gespeichert bleiben und Firmen, Institutionen und Software hätten Zugriff, aber so, dass man selbst die Kontrolle behält, so dass man entscheiden kann, welche Vorhersagen über einen gemacht werden können. Alles, was wir im Netz tun, kann man verfolgen, analysieren und Schlüsse daraus ziehen. Aber wir müssen einen gesellschaftlichen Rahmen dafür schaffen, eine Übereinkunft darüber, wie mit den neuen Analysetechniken umzugehen ist. Und diese Debatte hat noch nicht einmal begonnen. Wenn man sich selbst erfunden hat, ist man mit dem identisch, was dahinter steckt. Lilo Wanders. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.